Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video erzähle ich dir ganz viele spannende oder zeige dir ganz viele spannende Sachen zum Thema Computergeschichte. Das ist ja so eine Sache, die ist ja, da geht es ja gerade mal um Jahrzehnte, und da ist unheimlich viel passiert. Und das, ich habe hier ganz viele, sagen wir mal so, historische Sachen und an diesen möchte ich dir so ein bisschen zeigen, wie sich das Ganze entwickelt hat und was da so für Meilensteine gab. Also total spannend. Dazu schauen wir erstmal auf ein Flipflop. Das ist ein sehr wichtiges Teil, wenn es um Computer geht, denn es besitzt zwei stabile Zustände. Das heißt, man kann eine Datenmenge von einem Bit darin speichern. Ein Bit ist praktisch eine 0 oder eine 1, deswegen zwei stabile Zustände. Wichtig ist, dass es 8 Bit, das heißt 8 Flipflops, würden ein Byte ergeben. Ein Byte ist praktisch ein Zeichen. Es ist ein unverzichtbares Bauelement der heutigen Digitaltechnik. Und damit natürlich auch ein fundamentaler Bestandteil aller anfangs mechanischer, aber auch jetzt elektronischer Schaltung. Und das gucken wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer an. Eine kleine Computergeschichte. Paar Jahreszahlen müssen sein, aber man sieht halt sehr schön daran, wie jung die Informatik eigentlich ist. Gut, Rechenmaschinen gab es eigentlich schon weit vorher, dass man da Sachen ausprobiert hat, aber wirklich programmgesteuerte Rechner, das fing so 1937 mit dem ersten mechanischen Computer, der Zuse oder Z1, an, bestand aus Blechen und wurde, ja, das Programm wurde von einem, Lochstreifen, beziehungsweise im alten Film, wo halt Löcher reingestanzt waren, eingelesen. 1941 kam dann die Relaistechnik, 2000 Relais, war die Z3, dann 1945 ENIAC zum Beispiel, arbeitete mit Vakuumröhren. Die Dinger waren ungefähr 1000 Mal schneller, aber dafür leider nicht so langlebig. Dann 1947 sehr wichtige Erfindung, Transistor, aber erstmal noch nicht so massentauglich, weil auf Basis von Germanium waren die Dinger sehr, sehr teuer. Und 1954 dann auf Basis von Silizium, dann waren die sehr günstig. 1954 bis 75, man musste ja irgendwie Daten speichern, waren die Kernspeicher zum Beispiel gefragt. Das waren ja so im Prinzip kleine runde Eisenstücke mit Loch drin, wo entsprechend Drähte durchgingen und je nachdem, man konnte die eben magnetisieren. Und wenn die magnetisiert waren, war das entsprechend eine 1 und wenn sie nicht magnetisiert waren, entsprechend eine 0. Also insofern konnte man da auf einmal halt Daten speichern. Beziehungsweise vorher war das halt, wie gesagt, mit so einem Flipflop, mit Relais und so weiter, war das halt alles ein bisschen schwieriger. 1950, 1960er Jahre, Magnetbänder, das war auch nochmal ein Riesenschritt. Und ganz, ganz wichtiger Schritt, 1958, die ersten integrierten Schaltungen. Und das war deshalb ein sehr wichtiger Schritt, weil man diese integrierten Schaltungen letztendlich, das war ein Massenprodukt. Das heißt, man konnte das sozusagen in Fließbandarbeit herstellen. Und das waren halt diese Wafer und die konnten, wie gesagt, am Fließband mit belichten, ätzen und so weiter entsprechend hergestellt werden. Und dadurch hat das natürlich einmal den Preis enorm gedrückt. Und natürlich auch waren das sehr viele Möglichkeiten. Und eine war zum Beispiel jetzt ein EEPROM. Und diese EEPROM war wieder eine Möglichkeit, elektronisch Dinge zu speichern. Wobei die Speicher, wir reden hier
von vielleicht ein paar Kilobyte. Also die große Masse hat man da entsprechend noch nicht gespeichert. Schauen wir uns nun ein bisschen Computergeschichte an. Das Ganze ist ja noch nicht mal ein Jahrhundert alt und da hat sich irrsinnig viel getan. Der erste programmgesteuerte mechanische Rechner 1937 war aus Blech, bestand aus Blechteilen. Und das ist zwar jetzt kein Blech, aber das ist ein sozusagen ein kleines Teil. Und zwar ein Flip-Flop. Das heißt, eine Möglichkeit, Daten zu speichern. Und zwar funktionierte das Ganze so: Das Grüne hier, damit das Rote ist das Bit, das Grüne, damit tue ich das Bit aktivieren. Mit dem Blauen tue ich jetzt sozusagen aus der 0 eine 1 machen und jetzt ist das Bit sozusagen wieder gesichert. Das war im Prinzip die mechanische Variante, sich ein Bit zu merken. Ziemlich aufwendig. Aber wie gesagt, dieser Computer funktioniert ja hinterher richtig. Und das Programm selber wurde ja von einem Lochstreifen eingelesen. Lochstreifen gucken wir uns gleich nochmal an. Jetzt machen wir den nächsten Schritt von hier zur Relaistechnik. Und dazu habe ich was vorbereitet. Und zwar ist das ein Flipflop mit oder bestehend aus Relais. Das sind natürlich heute, was ich hier habe, zwei moderne Relais. Und zwar war halt so ein bisschen das Problem. Natürlich gibt es sogenannte bistabile Relais, die haben zwei Spulen, aber die meisten Computer, die man damals gebaut hat, die hatte man mit alten Postrelais gebaut und das waren sogenannte monostabile Relais. Das heißt, solange Strom drauf war, hatten die ihren Zustand gehalten. Und wenn kein Strom mehr drauf war, naja, dann sind sie wieder zurückgefahren. Das Ganze ist natürlich aber doof, wenn man sich etwas merken möchte, eine 0 oder eine 1. Und dafür kann man mit Hilfe von zwei Relais ein sogenanntes Flip-Flop bauen. Das sieht dann so aus. Und die roten Lämpchen sind nur als Hilfe, damit man sieht, welches Relais gerade sozusagen aktiv ist. Das Grüne ist sozusagen die Ausgabe. Und das, ob hier oben auf der Leitung Strom ist, sieht man nochmal an dem gelben Lämpchen. So, jetzt bin ich schon irgendwo dran gekommen. So, einschalten, ausschalten. Also man sieht sehr schön, ich kann mit zwei Tastern, jetzt habe ich sozusagen die 1 gespeichert und mit dem zweiten Taster kann ich die 1 wieder löschen. Damit kann ich mir Informationen merken. Ist natürlich immer noch recht aufwendig und auch, sagen wir mal, nicht gerade platzsparend. Deswegen waren die ersten Computer eigentlich auch riesen Teile. Und naja, erst ein bisschen besser wurde es durch die sogenannten Vakuumröhren. Ich schiebe das mal beiseite. Hier habe ich so eine. Ups. Und schon wäre sie fast abgehauen. So sehen die Dinger aus. Ich habe sogar ein eigenes Video über die gemacht. Die funktionieren im Prinzip dadurch, dass hier ein Heizwendel drin ist, glühelektrischer Effekt. Und dann kann man mit Hilfe von Gittern halt steuern, ob Strom fließt oder eben nicht. Das heißt,
eine andere Art von Schalter, aber im Vergleich zu den Relais wesentlich schneller. Ungefähr Faktor 1000 sind die Dinger schneller. Haben allerdings ja auch einen hohen Stromverbrauch und gegenüber den Relais sind sie halt nicht so langlebig. Dann Riesenschritt wieder zu den Transistoren. Und da habe ich auch etwas ganz Besonderes. Ein Transistor, aber natürlich nicht irgendein, sondern ein auf Germaniumbasis. So sahen die Dinger aus. Das ist einer auf Germaniumbasis. Die waren noch relativ teuer. Das wurde erst besser sozusagen, als man mit Hilfe von Silizium arbeiten konnte. Dazu habe ich auch was vorbereitet. Und zwar hier. Ups. Da. Und zwar, hier sieht man ein Transistor, noch ein Transistor ist wieder ein Flipflop. Hier, das grüne Lämpchen ist die Ausgabe. Und jetzt müssen wir nur noch das Ding irgendwie mal unter Strom setzen. Und das machen wir jetzt. So, und jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Einschalten, ausschalten, einschalten, ausschalten. Ja, Flipflop mit Hilfe von zwei Transistoren. Was ist der Vorteil von den Transistoren? Sie brauchen kaum Strom und sie sind natürlich wesentlich kleiner. So, dann tun wir das nochmal beiseite. Und dann kam erstmal so die Zeit, wo man sich um Datenspeicherung Gedanken machte. Die Programme waren eigentlich immer noch traditionell von Lochstreifen, das zeige ich gleich nochmal. Und das hier ist ein sogenannter Kernspeicher, da habe ich auch nochmal ein eigenes Video zu. Das sind kleine Ferritkerne und die waren ja eigentlich von 1954 bis 1975 sehr beliebt. Zwar sehr teuer, meistens das teuerste Teil am Computer, aber eine Möglichkeit halt, Daten zu speichern. Und selbst bei der Apollo-Mission war das Ding, ist es zum Mond geflogen. Und da hatte halt einen großen Vorteil, dieser beim Militär auch recht beliebt, diese Art von Speicher, weil das halt unempfindlich gegenüber Strahlung ist, unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen. Also es ist ein sehr robuster Speicher. Dem gegenüber standen ja dann auch noch die Programme, die waren ja in der Regel auf Lochstreifen. Auch Daten hat man auf Lochstreifen oder Lochkarten gespeichert. Hier habe ich eine Lochkarte. Und das hier ist eine Artikelkarte. Da stehen Informationen über einen Artikel drauf. Und meistens wurden die mit Maschinen gelocht. Und die Maschinen, die waren eigentlich immer relativ nett. Die haben hier oben draufgeschrieben, was die Löcher sozusagen bedeuten. Das heißt, im Prinzip, wenn man hier oben guckt, sieht man, was hier drauf gelocht ist. Und das ist im Prinzip eine Artikelkarte. Und da kann man gucken, das hat, was weiß ich, eine Artikelnummer und eine Artikelbezeichnung und alles, was halt so dazugehört. Und dann gab es natürlich, waren auch die Lochstreifen sehr verbreitet. Hier habe ich auch einen. Die Dinger waren eigentlich sehr üblich bei Fernschreibern. Fernschreiber, wer es nicht kennt, ist praktisch wie eine Schreibmaschine. Nur mit dem Unterschied, dass die Tastatur sozusagen mit dem Schreibwerk nicht direkt verbunden ist, sondern ich rufe sozusagen jemanden an und was ich auf meiner Schreibmaschine bzw. Fernschreiber tippe, das kommt praktisch bei dem raus. Das heißt, wenn ich ein A drücke, dann tut bei meinem Gegenüber das A sozusagen auf das Blatt Papier hämmern.
Und das Problem bei der ganzen Geschichte war, dass diese Übertragungszeit, die kostete Geld. Und dann war man bemüht, diese Übertragungszeiten möglichst kurz zu halten. Und daher ist man hergegangen und hat, sagen wir, Sachen, die sich oft wiederholt haben, auf Lochschreiben gespeichert. Das heißt, diese Fernschreiber hatten Lochschreiben, Tagger bzw. Laser. Das heißt, man konnte, was weiß ich, gewisse Sachen, im Prinzip Vorläufer vom Serienbrief, wenn man so möchte. Also gewisse Sachen, die man häufig gebraucht hat, hatte man dann auf Lochstreifen zur Verfügung. Und dann konnte man das im Prinzip durchrattern lassen. Und ja, hat dann die eine Menge Zeit gespart. Aus dieser Zeit mit den Fernstreifern, nur mal so nebenbei, manchmal. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, ist bei Linux-Systemen und bei Windows-Systemen der Zeilenumbruch anders. Das ist auch aus dieser Zeit mit den Fernschreibern. Und zwar hatte man für die Fernschreiber sozusagen zwei Befehle für die Geschichte Wagenrücklauf und neue Zeile. Das heißt, bei der Schreibmaschine muss ja der Wagen wieder sozusagen an den Anfang und neue Zeile. Und das Problem war, dieser Wagenrücklauf, weil die Dinger so schwer waren, dauerte einen Moment. Aber man hatte für jedes Zeichen praktisch nur so eine gewisse, oder jeden Befehl nur eine gewisse Zeit, in der praktisch ausgeführt sein musste. Und dadurch, dass man Wagenrücklauf und neue Zeile sozusagen getrennt hat, konnte der Wagen zurücklaufen und während er zurücklief, hat er sozusagen, ist er in die nächste Zeile gesprungen. Das hatte natürlich auch nebenbei noch so ganz andere Geschichten. Man hatte zum Beispiel bei der Schreibmaschine das dann so übernommen, weil man dann zum Beispiel nur einen Wagenrücklauf machen konnte, um dann zum Beispiel irgendwas zu unterstreichen. Dann hat man, wie gesagt, das hier ist natürlich eine Art der Speicherung von Daten. Meistens hat man da das Programm von eingelesen, von so einem Lochstreifen. Übrigens, die Fernschreiber, die ersten Computer, die hatten keinen Bildschirm oder sowas. Der Fernschreiber war praktisch die Ein- und Ausgabe. Das heißt, man hat das eingetippt oder durch so einen Lochstreifen eingelesen. Und die Ausgabe war halt der Text auf dem Fernschreiber. Der hat dann fleißig vor sich hingehämmert und dann im Prinzip das, was der Computer gemacht oder ausgerechnet hat, entsprechend ausgegeben. Gut, bei den größeren Computern gab es dann auch zusätzlich, was weiß ich, zu den Lochkarten diese Dinger hier. Ich habe leider keine große Rolle, wo das drauf ist. Das war immer auf riesigen Rollen. Das ist ein sogenanntes Magnetband. Und auf diesem Magnetband konnte man, ja, viele Informationen speichern. Und das war natürlich auch eine Möglichkeit, Daten entsprechend zu speichern. Das war so die 1950er bis 60er Jahre waren die Dinger in. Und nicht nur diese Art, sondern Magnetband kennst du vielleicht noch hiervon. Das da ist eine Kassette. Gut, Walkman, vielleicht ein Stichwort, aber hier ist keine Musik drauf, sondern Computerprogramm. Commodore war zum Beispiel so ein Computer, der hatte ein Kassettenlaufwerk und hatte Daten entsprechend hier drauf gespeichert. Und dann gab es auch dann irgendwann die Disketten. Hier habe ich eine schöne große. Und dann die 5, ein Viertel Zoll habe ich hier. So sah das aus.
man hier dann entsprechend, hier ist im Prinzip ein Programm, was hier drauf ist. Hier gingen nicht viele Daten drauf. Hier reden wir von Kilobyte, das hier drauf gepasst hat. Aber wie gesagt, ist eigentlich eine ganz interessante Entwicklung. Gut, heutzutage auf CDs, DVD, was weiß ich, 4,7 Gigabyte, Blu-rays, geht natürlich wesentlich mehr drauf. Aber es ist trotzdem mal ganz interessant zu sehen, wie sich das Ganze so entwickelt hat. Und dann wurde es eigentlich richtig spannend. Und zwar durch diese Teile hier. Das ist ein sogenannter Wafer. Ein Wafer ist eine Scheibe Silizium. Und da ist eine integrierte Schaltung drauf gedruckt. Und irgendwelche Schaltungen zu realisieren, war vorher natürlich ein Riesenaufwand. Aber durch diese integrierten Schaltungen konnte man das als Fließbandprozess machen. Das war im Prinzip drucken, ätzen, entwickeln, nee, drucken, entwickeln, ätzen, so rum, wie auch immer. Fließbandarbeit hat natürlich den Preis enorm gesenkt. Und das sind natürlich nicht eine Schaltung, sondern wenn man genau hinguckt, sieht man, da sind ganz viele Schaltungen drauf. Und das hat man dann irgendwie auseinandergeschnitten und dann entsprechend in Chips eingesetzt. Und ein schöner Chip war 1970 dann, also die integrierte Schaltung waren 1958 ging das los und 1970 gab es zum Beispiel dieses schöne Teil hier. Das ist nämlich deshalb erstmal ganz interessant, weil man den Chip sieht, wie klein der eigentlich ist und wie groß das Gehäuse drumherum ist. Und dieses Guckfenster ist Absicht, denn das hier ist ein EEPROM. Das heißt, ein Speicher wieder, wobei der, ich glaube, auch nur ein paar wenige Kilobyte speichern kann. Das Entscheidende ist aber, und dafür braucht ihr dieses Guckfenster, um den zu löschen, hat man einfach UV-Licht hier drauf gegeben und dann war der gelöscht und dann konnte man was Neues draufschreiben. Und dafür ist dieses Guckfenster. Und mit diesen integrierten Schaltungen war es natürlich möglich, wie gesagt, durch die Fließbandgeschichte, die Sachen wesentlich günstiger zu produzieren. Und damit sind die Computer auch billiger geworden. Zum Thema integrierte Schaltung möchte ich dir noch eins zeigen. Und zwar habe ich hier das sind sogar zwei Flipflops hier verbaut. Eins davon benutze ich jetzt mal, um dir nochmal zu zeigen, wie das Ganze mit einer integrierten Schaltung funktioniert. Da habe ich hier Plus und Minus. So, hier ist mein Flipflop. Und also aus und setzen. Grün ist wieder, wie gesagt, die Ausgabe. Und die beiden roten sind meine Schalterchen. Ausschalten, einschalten. Ja, das wie gesagt mit einer integrierten Schaltung. Die hat sogar noch ein paar mehr Funktionen, aber ist jetzt im Prinzip, vom Prinzip her. Und da gibt es natürlich von diesen integrierten Schaltungen gibt es alle möglichen, bis hin, wie gesagt, in einem Chip eigentlich schon fast ein ganzer Computer. Wenn ich dran denke, die Mikrochips, was weiß ich, ESP32, was ich eigentlich so gerne im Moment programmiere, da ist im Prinzip ein kompletter Computer eingebaut. Und, ja, das war mal so ein Schnelldurchgang mit ein paar kleinen Highlights aus der Computergeschichte. Natürlich war das Ganze nicht vollständig, aber es sollte einfach nur mal so einen kleinen interessanten Überblick geben, wie sich das Ganze so
entwickelt hat.